Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Audiofilm-Tagebuch. Ich bin noch immer im Bett stationiert, wirklich besser geht's mir nicht. Aber dafür tue ich, was Filme betrifft, wirklich, wirklich alles, damit's mir noch geschissener geht. Also da behandle ich mich wirklich, wirklich fantastisch. So habe ich jetzt eben angefangen mit der Genipig-Reihe. Muss sagen, ich habe es heute jetzt schon zum fünften Teil gebracht. Das heißt, Leute, wir sind beim vorletzten Review. Ist das geil. Aber ich muss sagen, Teil 5, den ich mir jetzt angeschaut habe, ist Flower of Flesh and Blood. Und eines muss ich, glaube ich, gleich vorwegnehmen. Ich glaube, alles, was ich im Vorfeld über die Guinea Pig-Reihe gehört habe, kommt von diesem Film. Von diesem und keinem anderen. Gemacht wurde er 1985, das heißt, es ist einer der ersten Guinea Pig-Filme und es ist wirklich, also mit extremem Abstand, nicht nur der härteste Film der Reihe, das braucht man gar nicht diskutieren, es könnte wahrscheinlich sogar der härteste sein, den ich je gesehen habe. Also Der Anfang von dem Film, muss man sagen, also dieses Weglaufen und das Beobachten aus dem Auto, hat mich ein bisschen erinnert an Grotesque, wie mich auch andere Sachen an Grotesque erinnert haben. Das heißt, natürlich hat, wenn, dann Grotesque sich Sachen dezent geborgt oder seine Hommage gezeigt, weil der Film immerhin über 20 Jahre später produziert wurde. Aber Flowers of Flesh and Blood hat jetzt zwei Seiten. Der Film hat zwei Seiten und je nachdem, wie man die beiden gewichtet und je nachdem, wie man die beiden sieht, kann man eigentlich aus derselben Meinung über den Film hinaus komplett andere Bewertungen und Beurteilungen abgeben. Also das eine ist, das, was ich schon bei The Devil's Experiment, und ich hoffe, ich muss diesen Film nie wieder erwähnen, gesagt habe. Es gibt auch hier an sich keine Charakterisierung. Das heißt, man sieht die Frau am Anfang zwar noch vor Angst weglaufen. Das ist schon 10.000 Mal mehr, als Devil's Experiment je geboten hat. Aber auch hier hat sie keinen Namen, hat sie keine Persönlichkeit, ist eigentlich nichts. Und es gibt zwar nicht drei Folterknechte, sondern einen, von dem man auch überhaupt nichts weiß und der eigentlich auch überhaupt nicht wirklich was beiträgt. Aber dadurch, dass der Folterknecht teilweise in Versmaß spricht und ein bisschen in Gedichtform sich da verewigt, kriegt das Ganze einen leicht poetischen Anstrich. Und man muss sagen, es ist zwar eine Texttafel am Anfang vom Film, auf jeden Fall eine ganz grausliche Art und Weise, um eine Backstory klarzumachen. Aber ganz ehrlich, wir befinden uns, was das filmische Niveau betrifft, sowieso schon im Abfluss. Also da können wir in den Kopf auch noch untertauchen, das ist dann kein Problem. Stilistisch ist der Film dementsprechend eher schwach, aber, und da kommt jetzt der große Punkt raus, weswegen, wie heißt er noch einmal, Flower of Flesh and Blood gut ist und The Devil's Experiment nicht. Er funktioniert. Es ist ganz einfach das, was er sein will und sein kann, das ist er auch. Also, Flower of Flesh and Blood zeigt wirklich für seine Zeit von 43 Minuten nach einer ganz kurzen Einführung und einem
Und ein bisschen einer Abschlussszene, die das Gezeigte auf ein bisschen eine höhere Ebene setzt. Wer den Film gesehen hat, weiß, was ich damit meine. Und auch das ist wieder was der Geschichte zwar jetzt nicht wirklich mehr, was der Geschichte nicht eine zweite Dimension verpasst, aber was trotzdem das Ganze zumindest in den Rahmen einer möglichen Geschichte versetzt. Und das ist schon viel mehr, als man von The Devil's Experiment sagen kann. Ja? Das ist schon viel mehr. Dazu kommt, ich meine, man muss sagen, am Anfang ist es absolut lächerlich, wie sich der Folterknecht gibt, also wie der den alten Samurai-Helm aufhat und da zum ersten Mal ins Bild wankt, habe ich schon geglaubt, mich haut's aus dem Bett verlaufen. Wurde dann gefolgt von einem heftigen Hustenreiz, der mir das Lachen für den Rest des Films verboten hat. Aber ganz ehrlich, nach dem, was da gezeigt wird, ist einem wirklich überhaupt nicht nach Lachen zumute. Also es gibt schon viele, viele Sachen, die einem während dem Film einfallen und die nach akzeptablen Reaktionen auch schon lachen, gehört einfach nicht dazu. Weil Man muss eines sagen, also ich hab schon fast gesagt, das könnte der härteste Film sein, den ich je gesehen habe. Das hat in erster Linie mit einer Sache zu tun. Die Effekte sind nicht nur Hauptbestandteil von dem Film. Also ich glaube, es wird dieser eine Mord, der in dem Film gezeigt wird, hat wirklich eine Dauer von 35 Minuten. Es wird an sich alles in Großaufnahme gezeigt. Es sehen die Effekte fantastisch aus und der Realismusgrad ist absolut, ist eigentlich überwältigend und vor allem für im Vergleich zu anderen Produktionen aus 1985, die haben dieses Niveau an Realismus, diese Form der Darstellung eigentlich alle nicht erreicht. Es ist absolut jetzt auf die kranke Art und Weise natürlich, die man mit denen man diese Filme bewerten muss, aber es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, was hier effektetechnisch aufgetischt wird. Das ist, also Flower of Flesh and Blood ist ein Film, wo man wirklich jedem Gorehound sagen kann, ha, du spürst dich groß auf, weil du Elevator Uncut gesehen hast. Wow. Zieh dir mal Flowers of Flesh and Blood rein. Ja, da könnte es dann relativ möglich sein, dass sich diverse 15-jährige Gorehounds wieder zur Augsburger Puppenkiste zurückgesinnen. Aber das ist wirklich eine enorm harte Erfahrung. Das Blöde ist nur, was der Film an sich auch riskiert, ist, dass ihn eben genau diese Fraktion der wow, ich bin cool, weil ich schaue mir harte Filme an, dass ihn die als langweilig bezeichnen. Dass die Leute einfach sagen, bitte, ist ja mal heppblunzen eigentlich, was da passiert. Warum? Das liegt wieder daran, dass der Film einfach überhaupt keine Charakterzeichnung hat. Also man kann weder zu der Frau noch zu dem Peiniger, ja, dritter Charakter in dem Film war das Bett, auf dem sie gefesselt ist. Also es ist jetzt nicht wirklich, es ist schon ein relativ überschaubarer Set von Charakteren, aber man kann zu niemandem eine Beziehung aufbauen. Das heißt, auf eine emotionale Basis lässt einen der Film, egal wie grausam das ist, was er zeigt, absolut kalt. Das heißt, die Frau in dem Film, es ist ein widerlicher Ausdruck, wenn ich das so sage, ja, und es spiegelt an sich überhaupt nicht meine Meinung über das menschliche Leben wider, aber die Frau in dem Film ist Schlachtvieh. Nichts anderes. Sie ist da,
um geschlachtet zu werden. Der Typ ist da, um sie zu schlachten, und der Zuschauer ist dazu da, sich das anzuschauen. Ob er das will, ist wieder was anderes. Aber trotzdem muss man sagen, also Flowers of Flesh and Blood ist mit Abstand bisher der effektivste und dahingehend für das, was er sein will, beste Film aus der Reihe, den ich bisher gesehen habe. Und wenn ich mir so meine einzelnen Beschreibungen für die Punkte anschaue, würde ich sagen, was den Film am allerbesten beschreibt, ist, er verfehlt seine Wirkung beim Publikum absolut nicht. Mangels Charakterzeichnung, mangels einer eigentlichen Story, weil die ist eigentlich auch nicht wirklich vorhanden, wenn man es genau nimmt, würde ich ihn nicht als guten Film bezeichnen. Aber nachdem er seine Wirkung beim Publikum im Gegensatz zu The Devil's Experiment absolut erreicht, würde ich sagen, Flowers of Flesh and Blood 7 von 10 Punkten. Und ich werde mir jetzt einmal in erster Linie ein D machen. Auf den freue ich mich schon. Und dann habe ich hier noch Devil Doctor Woman. Ob ich mich darauf freue, das weiß ich noch nicht, aber ich weiß eines, ich freue mich zumindest darauf, es ist mein letzter. Es ist der letzte Teil aus der Guinea Pig-Reihe. Den werde ich mir jetzt anschauen und melde mich dann höchstwahrscheinlich eh noch heute wieder bei euch mit meinem Review zu Devil Doctor Woman, und dann werden wir auch noch kurz einen abschließenden Überblick über die Guinea Pig-Reihe machen. Dann kommt die Box ins Regal und ich werde es höchstwahrscheinlich nicht mehr sehen. Wird jetzt nicht unbedingt der große Verlust für mich sein, aber egal. In diesem Sinne, ich schaue mir jetzt Devil Doctor Woman an, machen wir jetzt einen Tee und wir hören uns in Kürze. Ciao!